So, ich habe die Tanzkarriere ein bisschen zufällig ausgewählt. Ich dachte am Anfang, ich werde nie diese Richtung nehmen, weil ich wusste, es ist ein schwieriger Bereich. Für mich Tanz war immer ein Hobby. Und ich habe dann ein Tanztraining in England gewählt. Und dort war Tanz viel mehr in der Gesellschaft integriert und hatte mehr Wert als in der Schweiz. Und alle kennen, was zeitgenössischer Tanz ist in England. Und in der Schweiz, es ist immer ein bisschen diese Alien Beruf und Kunst. Und das, was ich auch probiere, ein bisschen zu schaffen, dass es vielleicht ein bisschen mehr zugänglich und freundlich ist. Ich mache nie Tanz im Theater. Ich mache es immer in besonderen Orten, die nicht für Tanz geeignet sind. Als Tänzerin habe ich mich ganz oft verletzt. Das hat auch ein bisschen meinen Weg in dem Tanz auch ein bisschen entschieden. Momentan habe ich eine Hüftverletzung und ja, das ist schon ein Problem für Tänzer, wenn man sich nicht vorstellen kann, nach 40 arbeiten zu können oder dann ein normales Leben nach der Karriere zu haben. Früher habe ich viel mehr getanzt und am Anfang, als ich mit Choreografie angefangen habe, habe ich auch selber in meine Stücke getanzt. Jetzt fokussiere ich mich nur auf der Choreografie. Das war ein Wahl und ich fühle mich viel besser so, weil ich kann mich dazu fokussieren. Jetzt habe ich viel mehr kollaborativ gearbeitet. Man kann mehr mit der Persönlichkeit der Tänzerinnen arbeiten. Und ja, es ist wie mehr ein Austausch und ich finde das schön. Für mich die größte Leidenschaft, als Choreografin zu arbeiten, ist mit verschiedenen Leuten von verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Auch in dem Fall von 2038 arbeite ich mit einer Videografin, einer Kostümdesignerin und einer Dramaturgin. Und für mich, das macht sehr viel Spaß, mit allen diesen Leuten von verschiedenen Bereichen zu arbeiten und zusammen ein Produkt zu entwickeln. So, mit dem Projekt 2038 Female Frequency habe ich entschieden, das Thema Technologie und Frauen zusammenzubinden und zu vorstellen, weil für mich die Zukunft ist schon da und die digitale Transformation will viel in der Gesellschaft ändern. Und es ist sehr wichtig für mich, dass die Frauen auch darüber mitgestalten, so dass wir eine Welt bauen, die für beide Männer und Frauen Sinn macht. Mit 2038 Female Frequency
war es sehr wichtig, die Frauen als starke Vorbilder zu vorstellen. Aber was ist eine starke Vorbilder und wie stellt man das vor durch Tanz? Eine Frau, wenn sie ist aggressiv, ist sie kritisiert. Wenn sie zu empfindlich ist, ist sie auch kritisiert. Und das war wichtig für mich zu vorstellen, dass vielleicht Emotionen, Empfindlichkeit sind auch starke Charakter-Traits. Es wäre schon interessant, dass ich meine Choreografie in verschiedenen Kontexten verwenden könnte. Als ich in England war, habe ich beobachtet, wie Kunst und Business zusammengearbeitet haben und dass man Tanz wirklich verwenden kann als ein Kommunikationsmittel, dass man Werte von einer Firma oder von einem Verein oder einer Gruppe so vorstellen kann. Und ja, das ist ein bisschen ein Traum, dass ich würde es dafür erkennt und dass die Leute denken, ah, wie könnte ich diese Idee vorstellen? Dann vielleicht durch Tanz und Choreografie. Und ich finde es wichtig, dass die Choreografen, die Künstler generell sich für andere Welten interessieren und öffnen.